Ja, hallo und willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von BioShock Infinite. Was mich auch ein bisschen traurig macht. Aber na gut. Was soll man machen? Jedes Spiel hat irgendwann mal ein Ende. Und dann würde ich sagen, wagen wir uns doch mal ins Gefecht hier. Wir können auf jeden Fall jetzt den Songbird befehlen, was er denn angreifen soll, also welche Schiffe, was ziemlich cool ist. Luca, Songbird ist bereit. Ja, jetzt ist er bereit. Aber ich sehe gar keine Schiffe, die wir vielleicht angreifen könnten. Vielleicht müssen wir erstmal die Gegner hier loswerden. Oh, hier unten wird meine Framerate ziemlich niedrig. Was ist das denn? Luca, Kampfschiffe. Achtung! Los, Songbird! Auf ihn! Transporter. Das Kampfschiff, los! Oh, jetzt habe ich weggeguckt. Ich wollte eigentlich nur mal kurz gucken, was hier so liegt. Sorry, Leute. Aber hier haben wir eine schöne Bazooka. Wow, der ist aber weggeflogen. Mal sehen, ob wir das nochmal mit euch schaffen. Ja. Wuhu! Alles klar, hier haben wir sogar eine Seilbahn. Oder eine, wie nennt man das eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt. Und trifft er? Ah. Das wäre zu cool gewesen. Und guck. Songbird ist bereit, Booker. Ja, das Schiff möchte ich gerne anwerfen, bitte. Diesen Dingern zu fliegen ist ziemlich cool. Oh, Tucker! So, komm mal her hier. Oh, er hat's überlebt. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Alles klar. Da geht er nieder. Oh, die greifen irgendetwas an. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, dass sie das tun. Oh. Ich wollte eigentlich meinen Granatwerfer wieder haben, aber den habe ich jetzt leider nicht entfunden. Oh, das war überhaupt kein Gegner. Oh, Songbird ist wieder bereit. Alles klar, wohin denn? Ah, der kann sogar hier hoch. Oh, genau jetzt. Wo der coole Songbird kam. Oh, da hinten ist jemand. So, den haben wir getroffen. Ist der tot? Müsste. Wo sind Raketen? Ah, okay. Dann gehen wir uns doch mal darüber. Ja. Was für ein Kombo. Oh. Ui. Da hat es ihm direkt die Rüstung zu hauen. Oh, das ging glatt durch. Zeppelin. Da ging die Rakete glatt durch den Zeppelin durch. Los, Songbird. Attacke. Oh, das war aber einfach. Oh oh. Ja, ich bin noch hier. Nee, warte mal, bin ich eigentlich der Witch? Ich bin doch eigentlich Booker. Warum sage ich dann ja? Boah, diese Geschütze, die halten echt eine Menge aus. So. Aber jetzt nicht mehr. So. Du hilfst mir nochmal, Roboter. So sehe ich das nämlich auch. Ich finde schon was. Ja, Songbird, mach mal hin hier. Ich würde dich jetzt gerne hier auf die Plattform werfen. Mist, ich habe kein Salz mehr. Ah, okay, danke, Elizabeth. Kam genau richtig. So, jetzt komm. Komm schon, mach ihn down. Unsere Sache ist gerecht. So. Sag, wo er hin soll. Ach, jetzt braucht er auch nicht mehr helfen. Jetzt ist er ja hier gleich tot, ja. Was sagen wir dem Gründer? Was sagen wir dem Propheten?
Mensch, der Prophet ist doch schon lange tot. Was wollen die denn eigentlich? Ich verstehe euch nicht. Also da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, warum wir jetzt eigentlich gegen die jetzt kämpfen. Aber na gut. Können wir da irgendwie hoch? Auf das Schiff? Oh, wir können hier sogar hoch. Nee, oder? Ey. Bitte? Okay. Das haben wir überlebt. Alles klar. Los, Songbird. Mach sie alle. Yeah, die Bildrate. 21 Bilder pro Sekunde. Wow. Neuer Rekord. Nein, Scherz. Weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich zu viel Action hier für meinen Laptop. Ja, aber bitte auf das große Schiff da drin. Ich glaube, die sind wichtiger. Weiß ich nicht genau. Den anderen großen Zeppelin, den würde ich auch gern loswerden. Oh, den nimmt er aber ganz schön auseinander. Treffen wir den über? Ja. Bisschen treffen wir ihn. Nochmal nachladen hier. Wo ist er denn hin? Ach, da unten. So, da ist er auch tot. Wo ist er jetzt? Ziel nicht erreicht. Die Vox haben den Kern. Oh, wir mussten den Kern beschützen. Alles klar. Ja. Ach so, den Zeppelin brauchen wir, um. Ja, wofür brauchen wir den eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Der hat Raketen. Aber nun gut. Überspringe ich das einfach und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Oh, das war doch gar nicht so übel. Ja. Pff. Oh, das war so schwer. Also. Also, ich empfand es als ziemlich schwer, muss ich sagen. War schon ziemlich heftig. Also. Eigentlich war nicht mehr viel, wo ich jetzt aufgehört hatte oder beziehungsweise was ich jetzt übersprungen hatte. Da war nicht mehr viel, das war einfach nur, wir hätten eigentlich nur beide große Schiffe dort kaputt machen müssen. Und das war's an sich. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, hier hoch, oder? Dann gucken wir mal, was hier oben so ist. Gibt's hier was? Hm. Was hat der Booker gerade gesagt, was wir machen müssen? Fällt mir nicht mehr ein. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht episch aus? Oh, da haben wir sogar ein Bildchen von der Madame. Oh, da vorne steht sie. Alles klar. Wow. Booker, komm her. Was ist? Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Ja, okay. Dann machen wir das mal kaputt. Songbird, los. Los. Hallo? Ja. Songbird. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Okay. Wow. Wo ist er? Wo ist er? Ist ja gut. Ist ja gut. Ich bin hier. Lass los. Gut so. Elizabeth, es tut mir leid. Wir sind in Rapture. Bioshock 2.
Was ist das hier? Elizabeth? Oder so. Ein Durchgang. Einer von vielen. Aha. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Nein. Was kommt, Stock, über deinen Finger sagte? Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter. Nein, ich muss hier hoch. Ah, hier steht doch der Automat. Wie geil. Ah, ist das schön. Ja, ich glaube, das war glaube ich, hierher, das Booker. War, ja. Ah, genau, dann nimmt man hier den ersten Plasmid zu sich und dann fällt man hier runter. Dann wacht man wieder auf. Ah, das weiß ich noch ganz genau. Ey, ist das geil. Cool. Ach ja, das haben sie schön gemacht. Das gefällt mir, dass sie hier auch so alte Welten mit eingebunden haben. Ach ja, und alles schön unter Wasser. Sogar die Türen sind dieselben. Sehen jedenfalls so aus. Wo ist sie denn hin? Elizabeth? Hier sind wir richtig. Oh, okay. Wieso? Was ist denn los? Hey. Elizabeth, was meinst du damit? Ein Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Ah, die Tauchkugeln. Wie geil. Das sind die Tauchkugeln aus Bioshock 2. Ach ja. Und sogar das Vita Chamber, wo man wiederbelebt wird. Alles einmal richtig cool. Und die schöne Musik. Alles klar. Das werde ich vermutlich bereuen. Der ist man auch in Bioshock 2 gestartet. Oder zumindest kam man dann hier in die Welt. Oder war es 1? Ah, ich weiß gar nicht. Die waren ja beide fast gleich. Eine Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Ja, aber eine Stadt im Himmel, genau. Die ist dann nicht lächerlich, oder wie? Ah, ich glaube, das haben die Entwickler dann einfach nur so... Das haben sie mit Absicht so reingenommen. Ja, Elizabeth zeigt keine Regung. Sie war hier wahrscheinlich schon öfters. Sieh dir das an. Bekannt aus. Tausende Türen. Tausende Sterne. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Komm, es ist hier lang. Komm! Sie schaut mich nicht mal an, wenn sie das sagt. Komm. Aber das kenne ich doch, das kenne ich. Ja. Dort hinten ist irgendwo ein Flugzeug abgestürzt und dann kommt man hier nicht. Kriegst du sie aus? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt der her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Okay. Das ergibt Sinn. Was passiert eigentlich, wenn wir hier... Okay. Wollte nur schauen, ob es vielleicht noch ein paar Easter Eggs gibt. Ja, ich bin wieder hier. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Okay. Nach überall. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante... Und Variable. Ja. Okay. Wir haben jetzt eine Entscheidung gefällt. Zwar konnten wir dort aussuchen, ob wir hier lang gehen oder dort lang. Ich hoffe nicht, dass das irgendwas verändert am Ende oder so. Oder sollte eigentlich. Gehen wir mal hier durch. Haha. Da. Hey. Das Moment, sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm.
kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. Okay. So viele Möglichkeiten. Oh. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Und folgen wir auch mal unserem Pfad. So eine schöne Sonne. Da hinten laufen wir auch lang. Oh, hinterher. Ja, jetzt können wir rechts oder links. Gehen wir wieder nach links. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwas groß verändert, oder? Warum rennen die? Ich renne doch gar nicht. Lass mir doch Zeit. Moment mal. Ah. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Ja. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Mein! Was soll denn das? Gehen Sie weg! Sohn! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Er war hier. Hier lang. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Wir haben ihn getötet. Aber er soll noch am Leben sein. Meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja. Mädchen gegen Schulden. Oh, der guckt aber ganz schön grimmig. Ich glaube, wir überziehen noch heute. Muss auf jeden Fall sein. Moment, oh, warte, Alter. Das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was, das Baby? Wir sollen ihm das Baby bringen? Ist das Elizabeth in Jung? Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Ah, das sind die beiden gewesen. Die haben mich am Anfang Was wollen wir hier? Gebracht. Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock?
Nein. Er lebt in einer Million, Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Okay. Wo geht's denn dort lang? Haben wir hier noch was Besonderes? Nein. Okay. Ich wollte nur mal schauen. Hey. Oh! Ich spiele nicht mehr mit, hört ihr? Ich steig aus! Gib sie zurück! Gib sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist vorbei, los! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Anna! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Deswegen hat sie das. Anna. Anna? Nein. Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum. Und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Ach, sie ist meine Tochter. Ja, sorry, wenn ich das vielleicht ein bisschen spät mitbekommen habe, aber jetzt habe ich es wenigstens mitbekommen. Das heißt, Elizabeth ist meine Tochter. Aber funktioniert er? Anna. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Und tilgen Sie die Schuld. Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, siehst bringen du? Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte und zusammen. Tilgen Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tilgen Sie. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die ich Kleine. Ich habe es erlebt. Tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich habe dich verkauft. Ich habe dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Okay. Ziemlich durcheinander heute. Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Oh. Booker DeWitt, bist du bereit Was für soll die das? Wiedergeburt? Wieso bist sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles was war zurückzulassen? Du bist nicht... Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide.
Was? Wir sind beide? Scheiße, wir müssen uns selbst umbringen. Oder umbringen lassen. Okay. Also waren wir von Anfang an das Böse. Ja. Das war das Ende von Bioshock Infinite. Oh, in den Abgrund geblickt. Tja, das war's. Das heißt, wir waren die ganze Zeit der Böse. Oh Mann. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Oh ja. Gut, eigentlich wollte ich daraus zwei Parts machen, aber ja. Jetzt habe ich das doch alles noch zusammengeklatscht. Ja, mache ich mal ein kleines Resümee. Jetzt kommt auch mal schöne Musik dazu. Ja, das Spiel hat relativ gut angefangen. Ich fand in der Mitte, naja, hat so ein bisschen nachgelassen. Wurde nicht mehr so spannend, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, ja, wie ich da mal so ein Part hochgeladen habe. Dass ich da auch vielleicht mal zwischendurch was anderes angefangen habe. Aber an sich ein sehr schönes Spiel. An manchen Ecken hätte man natürlich noch was verbessern können, wie beispielsweise von der Musik her. Hätte ich gern noch ein bisschen mehr gehabt, weil ich bin ein ziemlicher Musikfan. Also jetzt so, jetzt, wie genau jetzt, orchestermäßig so. Das macht das Ganze epischer und auch schöner für mich. Ja, was kann ich noch zur Story sagen? Sehr kompliziert, muss ich sagen. Ich habe öfters mal nicht durchgeblickt und jetzt am Ende scheint es ja so, als wären wir Booker und Comstock gleichzeitig gewesen. Also das ist komisch. Weil dann müssten wir ja theoretisch uns selbst das Baby weggestohlen haben und sich somit vor uns selbst wieder beschützen. Also in dem Turm sozusagen. Das heißt, wir waren Comstock. Ziemlich kompliziert. Wenn ihr das Spiel auch durchgespielt habt, ja, könnt ihr mir gerne mal was drunter schreiben, wie ihr die Story so fandet. Und wenn ihr sie auch vielleicht besser verstanden habt als ich, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir die ein bisschen erklären könntet. So. Ansonsten werde ich mich dann nochmal über Wikipedia oder anderen Seiten informieren. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal, dass ihr mich bei dieser Reise begleitet habt. Und ja, dann warte ich jetzt nochmal schnell die Credits ab. Das müsst ihr natürlich nicht alles anschauen. Dann gucke ich, ob dann am Ende noch was kommt. Dann seht ihr das auch. Ansonsten, ja, würde ich jetzt hier einen Schnitt machen. Oder, ja, ansonsten mache ich jetzt hier Ende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bei meinem nächsten Projekt. Mal schauen, was da noch alles so kommt. Minecraft auf jeden Fall. Werde ich jetzt auch öfter streamen, wenn ihr da mal reinschauen wollt. www.twitch.tv/sbroomboy. Da findet ihr meinen Stream. Ansonsten werde ich jetzt noch Dead Space RPG fertig spielen. Und wenn ich das dann fertig habe, ja, noch ein bisschen Garry's Mod, da habe ich gesehen. Das ja, fandet ihr auch ganz toll. Und ja, dann mal sehen, was die Zeit so bringt, ne? Also Leute, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann hört ihr mich ja gleich nochmal. Andersrum. Wenn jetzt nichts mehr kommt, dann sage ich jetzt schon mal Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, reingehauen.